Der Countdown hat begonnen, die Vorfreude auf die Eishockey-WM 2017 steigt. Bei der Eröffnungspressekonferenz in Köln ist das erste Ticket für das Turnier, das die Rheinmetropole zusammen mit Paris austrägt, präsentiert worden. DEB-Präsident Franz Reindl ist zufrieden mit dem Stand der Vorbereitung und traut der deutschen Mannschaft einiges zu. Was die Arenen angeht, die Hotels, die Infrastruktur, die Zusammenarbeit mit den Städten, den Sicherheitsbehörden, es ist alles im Fluss und deswegen sind wir ja schon richtig aufgeregt auf die WM, aber wissen, dass eigentlich die Grundarbeiten schon erledigt sind. Ich glaube, dass wir genügend Potenzial haben, um für eine Überraschung zu sorgen, das bin ich fest davon überzeugt. Nachteil bei dem Ganzen ist, bei unserer Entwicklung ist, dass wir nicht mehr unterschätzt werden. Wir sind nicht mehr der Underdog. Und das ist ein bisschen ein Nachteil, aber so ist es nun mal im Sport. Und ich bin froh, dass wir wettkampffähig antreten können. Im Auftaktspiel am 5. Mai trifft Deutschland auf die USA. In 64 Weltklasse-Eishockey-Begegnungen werden die besten 16 Nationen gegeneinander antreten. Der Countdown läuft.